So, erstmal ein herzliches Servus zu einer weiteren Ausgabe der Sendung Powerplay, dem Hockey-Magazin, hier bei uns auf FS1. Wie schon in der letzten Ausgabe angesprochen, darf ich euch an dieser Stelle heute einige Spiele aus der Altersklasse U11 des 26. World Hockey Tournaments in Zell am See präsentieren. Ein Spiel wurde auf 2x15 Minuten netto gespielt, das heißt, entsprechend dem normalen Eishockey wurde die Spielzeit bei jeder Unterbrechung angehalten. Wir beginnen gleich mit dem ersten Beitrag über das Spiel Bader Gaba gegen den HK Puchov aus der Slowakei. Ein interessantes Spiel, von dem wir jetzt die besten Bilder sehen werden. Beim Spiel von Bader Gaba gegen Puchov zunächst einmal die in Weiß spielenden Bader Gaba am Puck. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Kontermöglichkeit, herrlich gemacht, aber kann sich nicht durchsetzen, denn die Verteidigung von Puchov passt sehr gut auf und somit steht es logischerweise torlos 0:0. Jetzt wieder eine schöne Kontermöglichkeit, Schuss und Tor! Da ist das 1:0 durch Danila Ratanovs, keine Chance für Martin Renica im Tor der Slowaken. Ein herrlich herausgespielter Treffer, wie ich sagen würde. Und das ist auch das 1:0. Doch die Spieler von Bader Gaba setzen nach, immer noch in der Verteidigungszone von Puchov. Schöner Schuss, Nachschuss und Tor! Zweiter Treffer durch Wladislaw Strobowskis. Und auch dieses Mal war Martin Renica im Tor von Puchov geschlagen. Absolut ohne Abwehrchance, wie ich finde. Und dieser Spielstand war auch der Halbzeitstand in dieser Begegnung. Dann die zweite Halbzeit. Schöne Aktion. Schuss. Sehr gut aufgepasst von Martin Renica, der damit einen weiteren sicherscheinenden Gegentreffer verhindern konnte. Aber die Spieler des MSK Puchov bleiben am Puck, fahren durch die Mitte, wo allerdings die Verteidiger von Bader Gaba warten. Neuer Versuch, aber es bringt, wie gesagt, nicht wirklich etwas ein. Pass. Schöne Aktion. Aber auch da kein weiterer Treffer. Nach wie vor der Spielstand 2:0 für Bader Gaba. Jetzt eine weitere Aktion. Hinter dem Tor von Valentas Gast, aber es ändert sich nichts mehr, es bleibt beim 2:0 und Gast Valantis von Bader Gaba feierte ein verdientes Shutout, zu dem ich auf diesem Weg gratulieren möchte. Slowenien gegen Ungarn. So könnte man das nächste Duell bezeichnen, bei dem die Mannschaft des HK in Bled aus Slowenien gegen die UTE aus Budapest spielten. Auch da gab es einige hochklassige Szenen zu sehen, die ich euch an dieser Stelle natürlich nicht vorenthalten möchte. Beim Spiel des HK in Bled aus Slowenien gegen die UTE Budapest aus Ungarn zunächst einmal die in Weiß spielenden Slowenen am Puck. Jetzt wieder eine schöne Kontermöglichkeit, sehr gut aufgepasst vom Budapestern, die sich in der eigenen Verteidigungszone befinden. Der Spielstand logischerweise 0:0. Jetzt wieder eine gute Aktion. Pass. Gut aufgepasst von den Ungarn, die sich hier befreien können. Keine wirkliche Gefahr für das Tor. Es bleibt vorerst beim torlosen 0:0. Jetzt wieder ein schöner Versuch, aber auch da ging der Puck am Tor vorbei. 0:0 lautete der Stand nach der ersten Halbzeit. Dann die zweite Halbzeit. Schuss und Tor! Da ist das 1:0 durch die Nummer 9. Martin Bisjak, herrlich gemacht. Und dieser Schuss war aus meiner Sicht unhaltbar. Der Jubel bei den Slowenen natürlich entsprechend groß. Dann wieder eine schöne Kontermöglichkeit über die linke Seite, wird hier nicht attackiert. Schuss und Tor! Da ist der Ausgleich durch Ferenc Laskavi. Auf jeden Fall wäre es halt wichtig, wenn man als Torwart versucht, den
Schützen zu attackieren und im Schutz die Chance zu nehmen. Spielstand 1:1. Jetzt wieder eine schöne Aktion. Herrlich gemacht hinter dem Tor. Schuss und Tor. Da ist das 2:1 durch die Nummer 24. Sabatitov, auch da ein super Heber und absolut sehenswert. Wieder sind die Slowenen am Puck. Die Nummer 9 ist übrigens der Torschütze zum 1:0. Martin Bizjak. Und da ist natürlich das Spiel unterbrochen. Es gibt Bulli. Wieder ein herrlicher Kontermöglichkeit durch den Nummer 16. Oskar Kuralt, der wackelt nicht lange, zieht ab und da! 3:1, herrlich gemacht. Und wieder ein absolut sehenswerter Heber in diesem Spiel. Doch die Ungarn geben nicht auf. Zunächst einmal der Hacke im Blät am Puck. Schuss und Tor durch den Nummer 24. Martin Meister, der Einstand in dieser Begegnung, lautete allerdings 4:2 für den HK Plate aus Slowenien. Schöne Konter und ebenso sehenswertes Hilfs der Goalies. So kann man das ganze Turnier auf jeden Fall zusammenfassen und auf jeden Fall gab es absolut sehenswerte Spiele und das nächste wird auch aus unserer Sicht interessant. Dort traf nämlich die Mannschaft der Osnach Hockey Akademie aus der Schweiz auf das Team Kärnten Oberösterreich und an dieser Stelle geht auch ein Gruß an die hoffentlich zahlreichen Seher in diesen Bundesländern, sei es in Kärnten oder auch in Oberösterreich, Mondsee, Zellermoos oder Oberhofen. Gruß auch an dieser Stelle dort. Im Spiel der Ochsner Hockey Akademie gegen das Team Kärnten Oberösterreich zunächst einmal den weiß spielenden Schweizer am Puck. Im Tor der Schweizer beginnt übrigens Laurin Sola. Und in diesem Fall sehen wir gerade einen Versuch, der allerdings nichts einbringt. Lennox Setzinger hütet an dieser Stelle das Tor des Teams Kärnten Oberösterreich. Dann wieder ein neuer Pass. Die Nummer 14, das ist Felix Heiböck, der jetzt wieder einen herrlichen Konter über das ganze Spielfeld startet, fährt auf das Tor von Laurin Sola zu. Schuss und Tor! 1:0, herrlich gemacht. Und dem Kärnten Oberösterreich geht in Führung. Dann ein neuer Pass. Schuss und Tor! Ausgleich zum 1:1 durch Colin Zwicker mit der Nummer 23. Alles wieder offen und auch Lennox Setzinger im Tor des Team Oberösterreich Kärnten war bei dem Schuss absolut machtlos. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Herrliche Aktion, wieder über das ganze Spielfeld. Fährt auf das Tor zu, sollte abziehen, Schuss und Tor! 2:1, herrlich gemacht durch die Nummer 14. Felix Heiböck, das Ganze ist sogar ein Shorthander, das bedeutet, dass Oberösterreicher in dieser Phase in Unterzahl sind. Doch kurz vor Ende der Halbzeit wieder die Mannschaft der Ochsner Hockey Akademie. Pass. Neuerliche Aktion. Fährt auf das Tor von Lennox Setzinger zu. Wackelt, zieht ab, Schuss und Tor. Ausgleich zum 2:2 durch Jan Platter. Und dieses 2:2 ist auch der Spielstand nach 15 Minuten. Dann die zweite Halbzeit. Zunächst einmal der Osnabrücker Hockey Akademie am Puck hinter dem Tor von Lennox Setzinger. Hier kommt der Pass, Schuss und Tor. 3:2 durch Pentola. Die Osnabrücker Hockey Akademie geht erstmals in Führung und bei so einem Schuss kann man als Goalie natürlich nichts machen. Dann wieder ein neuer Pass. Ilja Stjanovic erzielt den Ausgleich, weiterhin 3:3, auch da schön gemacht aus Spitzenwinkel ins Tor und auch schön anzuschauen. Jetzt wieder eine schöne Kontermöglichkeit. Pass, Schuss und Tor, weiterer Treffer durch die Nummer 23, Colin Zwicker, der übrigens schon den Ausgleich 1:1 in der ersten Halbzeit erzielt hat.
der Jubel natürlich entsprechend groß. Dann wieder ein neuer Versuch. Schuss, Pass, Nachschuss und da ist das 6:3. Denn das 5:3 war auch durch den Nummer 19 Florian Zing ein sogenanntes 3:6 aus Sicht des Team Kärntens Oberösterreich. So lautete das letzten Endes sehr deutliche, aber nicht ganz dem Spielverlauf entsprechende Ergebnis dieser Begegnung. Und natürlich durfte auch die Mannschaft des EC Red Bull Salzburg nicht fehlen. Die U11-Mannschaft war im Einsatz und spielte dabei gegen Grudzinka aus Kiew, denn auch mit dieser Mannschaft war eine aus der Ukraine bei diesem international besetzten Turnier dabei. Ein ziemlich interessantes Spiel, bei dem ich für euch die besten Szenen zusammengefasst habe. Beim Spiel zwischen der Mannschaft des TUS SH Grudzinka aus Kiew und dem EC Red Bull Salzburg zunächst dem blauspielenden Ukrainer am Puck im Tor beginnt übrigens Yannick Wimmer und wir sehen gleich einige gute Aktionen von beiden Mannschaften. Spielstand 0:0. Jetzt wieder eine schöne Kontermöglichkeit. Wird hier nicht attackiert, fährt auf das Tor zu. Müsste jetzt schießen, zieht ab und Tor 0:1. Durch Inat Patze eine Chance für Yannick Wimmer, da irgendetwas zu machen. Und die Ukrainer gehen in dieser Phase durchaus verdient mit 1:0 in Führung. Dann wieder ein Bulli, das die Salzburger zunächst gewinnen. Können den Puck allerdings nicht aus der Verteidigungszone bringen. Neuerlicher Versuch. Sollte ab den Schuss und Tor 0:2. Wiederum durch Jena Batzi. Und auch dieses Mal war Yannick Wimmer ohne wirkliche Abwehrchance. Und dieses 0:2 ist auch der Spielstand nach den ersten 15 Minuten. In der zweiten Halbzeit kam übrigens Tobias Windhofer anstelle von Yannick Wimmer ins Tor. Und auf jeden Fall spielte sich das Geschehen zunächst in der Angriffszone ab. Jetzt wieder eine schöne Kontermöglichkeit über die rechte Seite. Wird hier nicht ausreichend attackiert. Fackelt nicht lange, sollte abziehen und Tor! Weiterer Treffer 0:3 durch Jena Batzi ins Tor von Tobias Windhofer, der wie gesagt in der Halbzeit für Yannick Wimmer gekommen ist. Dieses Mal war dieser Schuss absolut unhaltbar. 30 Sekunden nach Beginn ein Tor zu kassieren ist natürlich alles andere als angenehm. Und jetzt wieder der Ukrainer am Puck. Ja, super Aktion. Immer noch die Salzburger am Puck. Schuss, gut aufgepasst von Jewa Kalinchenko, dem ukrainischen Goalie. Gut abgewehrt, da gibt es einfach kein Vorbeikommen. Jetzt wieder eine neue Kontermöglichkeit über die rechte Seite. Uiuiuiui, das schaut nicht gut aus. Schuss und da ist ein weiterer Treffer zum 0:4. Erneut der vierte Treffer von Jena Tatze. Ebenso ein Shorthander wie auch der erste. Die Begegnung endete aus Salzburger Sicht unerfreulich mit 0:4. Und die beiden Goalies der Ukrainer feierten ein gemeinsames Shutout. Das Spiel zwischen dem EC Red Bull Salzburg und Grudzinka aus Kiew ging zwar mit 0:4 verloren, dennoch zeigten die Jungbullen einige sehr schöne Szenen und auch beide Goalies konnten sich mehrere Male durch zum Teil sehr sehenswerte Saves auszeichnen, sodass das Ergebnis auch letzten Endes in Ordnung geht. Mit diesen vier Spielen sind wir auch schon wieder fast am Ende dieser Ausgabe des Powerplays angelangt und wenn es sich ausgeht, werde ich euch auch in der kommenden Woche noch einmal über dieses Turnier berichten, denn in dieser gab es U14 und wir werden dann von der höchsten Altersklasse U15 berichten. Bis dorthin bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen,
wünsche allseits noch eine gute Unterhaltung mit dem Programm von FS1. Vor der Kamera verabschiedet sich euer Markus Dorn.